Heute reden wir übers Häkeln und auch, wie sich daraus eine lustige Aktion entwickelt hat. Ja, angefangen hat alles damit, nämlich mit Stress. Ich habe aus Stress angefangen zu häkeln und zwar Mützen. Und ja, ich hatte auch viel mit Nicole zu tun. Hallo Nicole. Hallo, liebes Landfräulein Luise. Hallöchen. Ja, und erzähl doch mal, wir hatten immer beruflich zu tun und dadurch bist du an meine Mützen rangekommen. Ja, ich habe das war eigentlich fast ein Zufall. Lauter junge Leute sind in meinen Workshop gekommen und hatten, viele junge Männer übrigens, und hatten lauter so tolle Mützen an. Und ich habe gehört, wo habt ihr die denn her? Und dann haben sie mir das eben verraten. Und ich habe dann nachgefragt, ganz begeistert, und bin dazu gekommen, also ganz unverhofft und ganz glücklich zu der Aufgabe, dass ich nicht nur für mich, sondern ganz viele dieser Mützen bekommen habe, um sie weiter zu verschenken. Weil das war so die Idee, dass du wunderbarerweise das machst und deinen Stress so kompensierst. Es ist eine richtig gute Idee, das gleich zu transformieren in was Positives. Genau, und hast gesagt, aber was soll ich damit? Du kennst viele Leute, ich habe beruflich viel mit auch vielen jungen Leuten, mit unterschiedlichen Leuten zu tun, über Theater, über außerschulische Bildung. Also gibt immer genug Begegnungsmomente. Ich darf die weiter verschenken, das ist ein Geschenk, die Leute freuen sich total und mir macht das auch richtig gute Laune und letztendlich dir auch, ne? Ja, also für mich ist es wirklich wichtig, um runterzukommen abends. Also deshalb Ja. häkel ich halt und nehme dann auch wahllos Wolle. Also gucke dann immer nur ganz spontan, was spricht mich gerade an zusammen. Oder ich muss Reste verhäkeln, um die loszuwerden. Aber jetzt, Nicole, da ist ja Ja. eine Geschichte draus entstanden. Ich habe die dir einfach gegeben. Du bist ja auch Theaterpädagogin und machst eben viele Workshops, wie du schon gesagt hast, mit jungen Leuten. Und da hattest du ja eine große Abnehmerzahl. Jetzt ist es ja so, dass aber irgendwann sich daraus die Mütze findet, dich entwickelt hat. Erzähl doch mal, wie ist das gelaufen? Das war irgendwie eine Begegnung mit auch wieder mit einer Gruppe. Und eine junge Frau, die war dann auch auf der Suche nach einer Mütze und sagte, ja, aber ich hätte gerne die und die Farbe, das wäre gar nicht schlecht, kann man sich das bestellen? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht die Idee. Und habe dann eben von dir erzählt und habe gesagt, also Landfräulein Luise, die häkelt sich ihren Stress weg und es ist dann auch Zufall oder gerade aus dem Gefühl entstanden, wie letztendlich die Mütze aussieht. Und es geht darum, eben nicht per Auftrag zu arbeiten, sondern etwas herzuschenken. Und entweder passt es, es ist eher so umgekehrt. Die Mütze spricht dich an, das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Und dann kannst du sie haben. Genau, super. Weil sonst wäre es ja nochmal Stress, wa? Also Genau, für sonst hättest du mich noch wäre mal das, Stress. genau, dann Also, müsste ich jetzt auch noch eine genau. Bestellung aufgeben. Oh, nee. Deshalb hast du auch, also viele haben auch gefragt, ja, aber Wolle kostet ja was und sollen wir denen nicht irgendwie ein bisschen Geld dafür geben? Also ein paar haben das schon angeboten. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass genau. du was Genau, ich mache bekommst. das einfach nur, um den Stress abzubauen. Ich brauche dafür nicht noch Geld. Aber wir haben ja jetzt eine tolle Idee, Genau. nicht? Erzähl doch mal, Flemingmarkt. Ja, es gibt diesen tollen Fleming-Markt in Kammer ist der, und zwar das nächste Mal am 4. und 5. September im alten Gutspark. Und da gibt es wieder Stationen von Landfrauen, weiteren Landfrauen. Und an einem Stand steht dann auch, die Mütze findet dich. Und da kann man sich dann auch eine Mütze, wer möchte, auswählen, mitnehmen. Diesmal tatsächlich für eine kleine Spende, wer mag. Ja, weil die noch bessere Idee ist, das eben zu spenden an Flutopfer. Und da kann man also gleichzeitig was Gutes tun. Jedem ist es dann überlassen, was er dafür hergeben möchte. Genau, und der Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark überweist es dann an die Flutopfer. Das finde ich gut. Ja. Das wird dann also auch so zentral gesammelt. Das wird nicht über mich gemacht, sondern ich leiste da einfach nur mit den Mützen meinen Beitrag. Ja, also Ja. wieder Ehrenamt sozusagen, Ja, ne? genau. Ja, sehr schön. Also ich finde das eine richtig tolle Idee.
Und der Trend geht übrigens, kann ich jetzt sagen, weil ich habe die schon also deutschlandweit verteilt, ja wirklich deutschlandweit, aber auch über andere Grenzen hinweg, also genau, nach La Gomera, nach Schottland auch, genau, nach Frankreich, nach Afrika sogar. Ah, cool. Und ja, und vom Alter, du hast auch irgendwie so selten, aber manchmal gibt es auch so kleine. Ich habe tatsächlich von Baby und meine älteste Freundin ist, jetzt ist sie noch älter, war 86 vor 2 Jahren. Das ist die älteste Dame, die sich eine Mütze genommen hat. Nachbarin, Freunde, Familie natürlich, Leute, die mir auf der Straße auffallen. Ein Busfahrer, ein total netter Busfahrer, der wirklich gewartet hat, als ich angerannt kam. Und der hat sich auch total gefreut. Aber da habe ich auch gesehen, dem würde das stehen. Ja, ja. Genau. Und ich frage das halt immer ab. Also ich habe auch schon fürs Familienzentrum Filanto, für Frühchen, kleine Mützen. Also sind ja wirklich putzig, ja, so kleine. Ja. Da braucht man ja dann spezielle Wolle. Das muss dann wirklich, also ganz stark krasse Auflagen für Frühchen. Da habe ich dann also besondere Wolle bestellt. Also das ist natürlich dann in 0, nix fertig. Wirklich Puppenköpfchen, ja. Aber wenn du sagst, du brauchst auch nochmal Kindermützen, mache ich auch mal eine ganze Runde Kindermützen. Dann bin ich ja schneller fertig. Sonst frag mich ja mal jeder. Also Kinder habe ich auch, also so im Grundschulalter, da habe ich auch ein paar Kinder. Okay. Die haben auch schon welche bekommen. Und der Trend, der geht übrigens zur zweiten Mütze. Zur zweiten Mütze. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, die dann sagen, oh, die ist aber auch toll. Und sag ich, komm, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, 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 und ich sage, du darfst beide haben. Ja, super, schön. Freut mich aber total. Also es ist eine echt schöne Aufgabe. Ja. Und wir hatten natürlich auch bei dir sicherlich auch die Frage, wo kann ich die denn sonst auch noch hängen? Ja, gerade wenn man jetzt im Winter, also leuchtet man schön. Also. Das und die vor allen Dingen werden die, es ist so, dass die wirklich auch schnell warm machen. Ja. Also manchmal ist es so, bevor ich mir jetzt nochmal einen Pulli oder nochmal eine Jacke anziehe, ziehe ich erstmal meine Mütze an. Und die im Herbst kann man schon anfangen. Also jetzt ist eigentlich schon Mützenwetter, finde ich. Ja. Moment, die sind wirklich Kult. Für August, oder? Die sind richtig schön. Genau. Ja, ja. Und es ist toll, dass du so unterschiedliche Farben hast, ja. Also, ja, für die Einhorn-Fans. Ja, und wie gesagt, auch Männer. Also mein Mann, mein Sohn, alle sind Fans vom Landfräulein. Super, ja. Luise. Ja, und wie gesagt, wir haben auch schon die erste Boutique, die mal gefragt hat, nämlich Gahe Juwelier in den Havelauen in Werder. Da werde ich künftig jetzt auch einfach ein paar Mützen hinlegen, damit man sich die da nehmen kann. Okay. Gut zu finden. Und wer einen Theaterworkshop bei mir macht über theatermaßnahmen.de, der kriegt bestimmt auch einen ab. Ja, Nicole, aber ich habe ja als Motivation von dir auch immer mal coole Bilder bekommen von Leuten, denen du eine Mütze vermacht hast. Ja, irgendwann ist mir natürlich aufgefallen, boah, also es sind so schöne Begegnungen gewesen. Ich habe so viele Menschen irgendwie damit erreichen können und ich wollte einfach, dass du auch was davon hast und habe dann irgendwann eingeführt, also es gibt doch eine kleine Bedingung, beziehungsweise wer möchte, es war auch freigestellt, dass ich ein Foto mache mit der Mütze. Genau. Und das habe ich dir dann halt geschickt und ihr habt irgendwie auch darauf was draus gemacht. Also ja, und da sind einige Fotos entstanden, wie gesagt, zwar nicht von Anfang an, weil es sind ja hunderte, also geht ja schon fast an die 1000 Mützen ran, ja. Es ist unglaublich, wie fleißig du bist. Wie viel Stress ich habe. Wie viel Stress du hast. Und das seit Jahren. Ja, ja, seit frühester Kindheit an, sozusagen. Ja, aber wir haben die Bilder, die werden jetzt auch mit in diesem Film, denke ich mal, auch zu sehen sein. Und wir freuen uns natürlich, dass wir da viele glückliche Gesichter sehen, die alle happy sind über eine Mütze. Ja. Ja, dann danke ich dir nochmal, Nicole. Und eine kurze Botschaft nochmal. Besuch den Flemingmarkt. Ciao. Dankeschön.